Wir sitzen gerade im Auto und das Geile ist, Ibo, auch für dich, ja, wenn du irgendwann eine Standheizung hast und du hast einen Motorschaden und wir haben Winter, kannst du trotzdem deine Standheizung anmachen und siehst du, der Lüfter ist sogar noch angegangen. Ne? Und trotzdem funktioniert das. Das ist das Geile bei einer Standheizung. Oh, schön warm. Geld ist verkauft. Es fühlt sich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um unseren Golf 6 TSI. TSI heißt Totalscheiße integriert oder Totalschaden im Begriff. So war das, ne? Und apropos Totalschaden, wir haben hier einen Motorschaden, was von einem Totalschaden gar nicht weit entfernt ist bei dem Modell. Das übliche Problem bei TSI, gelenkte Kette, leider Motorschaden. Im letzten Video haben wir das ja gesehen, dass die Ventile den Kolben geküsst haben. Heute bauen wir das einmal aus. Ganz, ganz wichtig. Was brauchen wir alles, um den wieder zum Laufen zu bringen? Weil der läuft ja momentan nicht, klar. Batterie raus, Halterung raus, Luftfilter raus, Ansaugschlauch raus, Ölfilter raus, Aktivkohlefilter raus, sodass wir sofort loslegen können. Und dann bin ich mal gespannt, wie verstellt die Kette ist. Also wie viele Zähne brauchen wir, damit wir so einen Schaden haben? Das wird auch sehr interessant. Da, da, da. Wenn wir fertig sind, ja, hoffe ich, reicht das noch für eine größere Batterie wegen der Standheizung. Also, ja. Musst du eine größere einbauen? Ja, muss ja. So und so. Ist ja viel zu klein dafür. Aber das Schöne ist, guck mal, die Standheizung stört uns gar nicht. Ne? Also wir müssen da nicht irgendwie 1000 Schläuche abbauen oder so. Das ist das Schöne. Schön bedacht eingebaut, das Ganze. Ölfilter haben wir auch schon mal raus. Ja, das ist das Problem. Ne? Ölfilter ist natürlich schön oben, obwohl er natürlich auch ein Ventil hier hat und ein bisschen Öl drin hat. Das bringt ja wirklich nicht viel. Und wenn ihr so ein Auto habt, das falsche Öl benutzt und das Auto steht mal eine Woche, kann mal passieren, dass die Kette beim Kaltstart überspringen kann. Ist uns auch schon mal in der Werkstatt passiert. Das Auto stand beim Händler. Was ist passiert? Auto kam zum TÜV. TÜV fertig gemacht. Meinte der Händler halt, kannst du mal ganz schnell Öl wechseln? Wir haben gesagt, komm, okay, machen wir. Schnell Öl raus, Ölfilter, Öl rein. Du weißt ja, wenn du einen Öleimer reinmachst, startest du den ja einmal. Ja. Haben wir gemacht. Wir haben den gestartet. Hat aber ganz kurz Kettengeräusche gemacht, ganz normal. Wagen wieder ausgemacht. Ölzettel ausgefüllt, alles schön und gut. Wollten das nächste Auto reinfahren. Auto springt nicht mehr an. Geguckt. Hä, was ist das denn? Ausgelesen. Ja, stand da auch noch ein Wellenversteller damals. Wir haben alles kurz ausgebaut und geguckt, ob die Steuerzeiten stimmen, und die stimmten nicht. Der hat sich ein, zwei Zähne verstellt und das hat gereicht, dass er nicht mehr ansprang. Zum Glück nichts weiteres passiert. Wir haben natürlich alles schnell erneuert, zusammengebaut, das war's. Weil das Auto halt stand, muss man echt aufpassen. So, Aktivkohle. So sieht das schöne Ding aus. Den nehmen wir auch mit, den nehmen wir auch mit, den auch noch. Den auch noch. Aber ganz schnell aktiv cool daraus. Der Beste. Cutfilme ausbauen. Rosenraum muss runter. Vorschutz kommt raus. Öl kommt gleich raus. Lambda-Sonde haben wir schon abgesteckt. Ibo, diese Wasserleitung musst du auch einmal gleich bitte rausholen. Der ist mit zwei Schrauben befestigt. Dann Flachriemen lässt du bitte erstmal drauf. Ja. Und dann, ja, systematisch schauen wir mal. Wir werden die, glaube ich, mit der Ansaugbrücke komplett rausholen. Hier unser großer Turbolader von dem 1.4er, der natürlich keinen Ladeluftkühler hat, sondern einen integrierten Ladeluftkühler oder besser gesagt Wasserluftkühler in der Ansaugbrücke. Auch sehr interessant. Ja, ich halte nichts davon. Und dieser Wasserkühler schon 80 Grad hat, was er ja ganz normal erreicht. Unsere Standheizung erreicht schon 90 Grad. Hast du ja gerade gesehen, wie schön es warm drin war. Ne? Ja. Und das soll die heißen Abgase, dieser Turbo noch produziert, abkühlen. Das ist, finde ich, nicht schön und gut gelöst. Weil man hat viel Platz, man könnte da einen Ladeluftkühler einbauen. Und ich sag euch, anstatt diese 122 PS, hätten wir locker 150 PS.
Und es wird natürlich Sinn machen, wenn wir den Turbolader uns anschauen und vielleicht gegebenenfalls vielleicht sogar erneuern. Wenn wir die Lichtmaschine später abmachen, lieber, ja, kriegen wir den Cut auch schön runter. So, dann haben wir ja eigentlich alles gelöst, was wir lösen wollten, ne? Also jetzt können wir die Ölwanne in Ruhe abnehmen, können den Motor schon mal fixieren. Weißt du, was ich glaube hier? Mhm. Hier wurde schon mal eine Kette gewechselt. Bei knapp 180.000 ist das auch kein Wunder, weil hier ist zu viel Dichtmasse und der verliert auch von hier. Schätze ich mal, dass hier ist beim Ansetzen hier, ne, hier muss ich ja Dichtmasse reinmachen unten. Ja. Beim Ansetzen haben die Dichtmasse halt leicht verschoben, ne, und so war er nicht mehr dicht, weil genau da verliert er. Du siehst das schön, ne? Wasserpumpe, Riemenscheibe muss ab, da gibt es einen Trick. Dann hast du ja nicht viel Platz, da nochmal irgendeine Knarre reinzustecken. Aber Gedore wäre ja nicht Gedore, wenn sie sich da nicht was einfallen lassen. Hier nimmst du den Schlüssel für die mittlere Knarre. Dann nimmst du hier den 10er Ratschenschlüssel und dann kannst du das so machen. Geil? Dann steckst du den so rein. Zack. Eine setzt schon mal auf. Und das machen wir jetzt dreimal. Klimakompressor muss ab. Wir müssen Lichtmaschine abbauen. Das tun wir auch raus. Riemen machen wir auch noch ein, natürlich. Das ist noch ein Eugenader. 180 gelaufen. Also hier kann man ja die Steuerzeiten sehen und natürlich auch einstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. TSI hat 2 Thermostate. Kam ja dieser Motor ganz neu. Und dann haben die das mal präsentiert gehabt und haben gesagt, 2 Thermostate, weil das besser ist, damit man das schneller aufheizt, weniger Verbrauch. Okay. Ne, und so weiter. Also 2 Thermostate. Nur bei diesem TSI. Ja, bei anderen Modellen gibt es das natürlich auch. Eingang 1, Eingang 2. Die beiden gehen dann zum Thermostat. Wahnsinn. Wo wir das Video zu Ende hatten und dann nochmal sagen wollten, hier Standheizung, wir haben den jetzt halbe Stunde laufen lassen, wird die Batterie noch anspringen. Da, wo wir dann ganz kurz diesen Klacken gehört haben, okay, da ist das passiert. Wir haben den Wagen ja gefahren, wir haben ja auch ein bisschen Gas gegeben oder versucht Gas zu geben, er hat ja nicht gezogen. Aber er hat ja keine Geräusche gehabt. Nein. Das Video kann man sich ja anschauen. Null Geräusche, null. Das hättest du ja sofort bemerkt. Ey, wenn ich ein Kettengeräusch hätte, dann hätte ich gesagt, ey, wir machen da jetzt nichts mehr. Ich habe den ja nicht mehr gefahren, das ist ja das Geile. Ja, wenn ich ja jetzt fahren würde und dann irgendwo stehen würde, ne, stehen geblieben wäre, dann hätte ich gesagt, Alter, Dummheit. Ich bin überhaupt nicht sauer. Das ist ja meine Lieblingsbeschäftigung, von daher. Alles gut. So, der eine geht noch dahin. Put. So, erste Dichtung. Kommt Öl raus, ganz normal. Und dann zack, zack, zack. Und dann, guck mal. Müssen parallel zueinander stehen. Oh, die müssen sich anschauen. Anschauen. Oh. Ja? Also die Ölwanne hat schon einige Schrauben, oder? Tja. Safe. Und das Schlimme ist ja, wenn du bei einer Ölwanne einfach viel zu viel Dichtung nimmst, dann werden die wieder undicht. Weißt? Ja, da musst du aufpassen. Okay. Auch mit hier irgendwelchen Rissen. So. Boah, guck dir das an hier. Guck dir das an. So. Boah, da ist aber ordentlich Silikon drauf. Ordentlich. Da runter, ist das so Silikonzeugs da? Das ist Silikon, guck mal. Guck mal. Ja. Also guck mal, hier sehr viel und hier so gut wie gar nicht, ne? Guck mal hier. Nur an einer Stelle? Ganz, ganz wenig. Aber diese Stelle ist auch hier diese versiffte Stelle gewesen. Ja, ja, ja. Das haben die halt, guck mal, zu viel reingemacht. Das ist ja so, wenn du die Kette erneuerst, musst du die Ölwanne nicht abbauen. Du kannst es abbauen, musst du nicht. Mhm. Und bei dem ist das auch echt ein bisschen tricky. Du musst erstmal hier alles abbauen. Dann musst du hier Rosenrohr abbauen. Kann sein, dass die das nicht gemacht haben. Und dann musst du dir ja vorstellen, wenn du das Ding dann von oben reinschiebst,
musst du ja hier ein bisschen Dichtmasse, hier und dann hier komplett Dichtmasse drauf machen. Ja. Und dann, wenn du runter gehst, kannst du ja nicht sofort drauf, weil der hat eine Führung. Ja. Das heißt, du musst erstmal ganz runter und dann drauf. Dann verschiebst du ja das Zeug. Dann verschiebst du das Zeug, genau, und dann wird es undicht. Das ist, also dann musst du das Zeug so hinmachen, dass du beim Verschieben das so hinschmierst, damit das genau an der richtigen Stelle ist. Ich würde die Ölwanne abmachen. Es ist nicht viel. Also, ne? Guck doch mal, wie viel Öl da noch drin ist. Ich hätte es abgemacht. Ups, will jetzt nicht. Und die Kette ist für die Ölpumpe. Geil. Ja. Dann können wir die Ölpumpe natürlich auch schön sauber machen. Das würde ich auch machen, Leute. Ne? Sieb einmal schön durchpusten. Der wurde doch schon mal auseinandergebaut. Ey, der hat überhaupt keinen Schutz. Du brauchst hier eigentlich so einen Schutz. Das Ding fehlt. Hä, das kann doch nicht sein. Also sage ich jetzt was Falsches, aber hier müsste doch ein Plastik drauf sein. Schon auch besser. Genau, und damit die Schmierung besser ist. Also normalerweise müsste sowas haben. Also, aber ich werde mir das nochmal anschauen. Ja, sonst Dichtmasse perfekt draufgetragen. Das ist ganz wenig, perfekte Dichtmasse. Und das ist die Pumpe? Das ist die Pumpe, das saugt es an. Das ist die Pumpe und die ansaugt. Genau, das ist die Ansaugung für Öl. Okay. Ja, der saugt das Öl immer hier schön an. Und dann verteilt er das natürlich den ganzen Motorbereich. Was ist das jetzt? Das ist die Kurbelwelle. Alter, das ist die Kurbelwelle, oder? Das ist die Kurbelwelle. Ja, okay. Oh, schön. Schön. Und? Schön. Was, ja, das ist gut. Das ist stabil. Ja, wenn du so richtig schön. Das kann auch passieren, dass das so labberig ist, oder wie? Ja, klar. Das kann ja auch passieren. War Ölhobel Schweißsperre. So, Motorhalterung ist schon mal ab. Alles ab. So, Eidosch. Ja. Das ist die letzte Schraube. Dann müsste er eigentlich komplett ab sein. Aber, das ist auch eine lange Schraube. Okay. Jetzt sind da die ganzen Schrauben ab. Du hast nichts gehört. Ja, morgen kriegen wir andere Anfragen. So, Eidosch, guck mal. Okay. Schön, dass der Motorschaden so lustig ist. Nein, das wollte ich doch damit nicht sagen. Guck dir die Kette an. Ey, warte, bevor du hier... Ich hab noch nichts geguckt, warte. Bevor du hier hin zeigst. Wahnsinn, ich sehe das jetzt schon. Wahnsinn. So gelenkt hat das Ding. Oh mein Gott, was siehst du? Guck dir das an. Guck dir das an. Das erste. Also Kenner sehen jetzt sofort. Ja, ja. Erste. Wenn du wieso sowas ausbaust, guckst du dir sofort Kettenspanner an. Das Ding ist schon zu weit vorne. Darf er nicht? Nein. Ein Anzeichen, dass er so gelenkt ist, dass er sich so weit rausdrücken muss. Also du musst dir vorstellen, dass die Hälfte ist normal. Okay. Sogar ein bisschen weniger als die Hälfte. Das Ding ist komplett draußen. So, und das hier siehst du schon. Guck dir das an. Dieses Labberige darf nicht sein. Der muss gespannt sein? Ja. Echt jetzt? Ja. Und das passiert. Ach, guck dir die Zahnräder an. Ach, dann schnappen die Zahnräder auch nicht mehr, oder? Wahnsinn. Guck mal, der ist sofort hier raus jetzt. Ja, ja. Also der muss normalerweise so sein. Und dann Der muss auch Spannung sein. Und der ist dann ganz kurz, ach du Heilige, ey. Was meinst du mit übergesprungen, dass der jetzt ins nächste Zapfen reinspringt, oder? Ja, der muss eigentlich volles Rohr rasseln. Der hat null gerasselt. Er hat einen Nockenwellenversteller angezeigt. Guckt euch das Video an, wo wir den fahren. Ich gebe sogar noch Zwischengas, um zu hören, ob da was ist. Wir wollten da ja war alles nichts. Hören, genau. Mit Gelenken, dort, Motor. Ich habe nur gesagt, aber Kette höre ich nicht. Du hast nichts gehört, ne? Und ich habe nichts gehört. Okay. Und das ist dann auf einmal passiert. Weißt du, warum? Also wir können ja mal alle mal philosophieren, aber ich sag euch, was das Problem war. Also ich sehe jetzt hier nicht irgendwo, wo er kaputt gegangen ist. Hier die Kettenführung. Aber was meinst du jetzt mit übergesprungen? Guck mal, das Problem ist das hier.
Wenn der Kettenspanner nicht rechtzeitig Öl bekommt, kann er das nicht spannen, weil dieser Kettenspanner spannt das Ganze ja mit Öl. Und also dieser Spanner spannt die Kette? Mit Öl. Mit Öl. Und das Problem war bei uns einfach nur, der stand 2 Wochen und dann hatten wir ja diese ganz kurzen Fahrten, also die ganz kurzen Wege, von da dahin, von da hierhin. Ja. Das war's. Also ich habe den Wagen vielleicht 10 Mal angemacht danach. Mhm. Das ist nur passiert, weil er so lange stand, das Öl so kalt war und jedes Mal keinen Öldruck aufgebaut hat. Und dann ist das passiert. Nee, das ist, ja, das ist bei 180.000, das ist die erste Kette. Hier, gucken wir uns mal an. Denso VW, erste Kette, ja. Das ist noch die erste Kette gewesen. Das ist der Nockenwellenversteller. Und das ist doch jetzt von hier nach dahin. Was du mit den 2 Löchern da gemeint hast. Guck dir das an. Wahnsinn. Und dann gucken, wenn das Ding ein bisschen hochkommt. Ich werde jetzt mal OT einstellen. Der untere Druckpunkt. Ja, OT ist, wenn der Kolben, erste Zylinder ganz oben ist. Ne? Ja. In der Regel ist erste und vierte Zylinder ganz oben. Mhm. Und deswegen, der wird sich ja einmal nach oben bewegen. Und sobald der ganz oben ist und dann langsam runterkommt, weil das macht ja auch mehr oder weniger die Uhr. Okay. Dann haben wir eigentlich unser OT erreicht. Okay. Und dann schauen wir uns mal die Nockenwellen, wie hinten das Ganze verstellt ist. Okay, okay, soll ich dir Bescheid sagen? Nee, nee, ja, du sollst, ja, ich guck dir, nee, das guck ich mir jetzt zu selber. Okay. So, jetzt geht er runter. Ja. Oh, okay. Leute. Was ist? Der lässt sich gar nicht bewegen. Machen wir auf andere. Ne, nee, die Ventile schlagen drauf. Echt jetzt? Ja. Der hat sich noch mehr verstellt. Das ist gar nicht so jetzt ohne weiteres. Nee. Also jetzt schlagen die Ventile so richtig drauf. Okay. Oh, 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 guck mal, der ist komplett blockiert. Ja? Nee, das können wir nicht machen. Wir können den nicht auf OT einstellen, Leute. Also, was haben wir jetzt für, als nächstes für eine Möglichkeit? Ja? Da, hast du das gesehen? Ah, ich hab was gehört! Hast du gesehen? Ja, da ist irgendwas gerade gespannt, ne? Jetzt ist der. Guck mal, mal gucken, ob wir den jetzt. So, was passiert? Ja, der hat sich gerade volles Rohr. Okay, man soll die Kette. Ah, jetzt sieht er ja richtig aus. Ja, man soll die Kette hier auch nicht rückwärts drehen. Ne? Ne? Soll man nicht? Nein. Was passiert denn? Dann kann ich überspringen. Ja. Ey, jetzt hast du das wieder richtig gestellt eigentlich. Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Aber jetzt ist da Spannung. Ja, ja, weil wir den jetzt so ein bisschen gezogen haben. Was sagt jetzt der Spanner da unten? Der sagt jetzt Hallo, macht euch keinen Kopf. Zurück. Ich kann ihn selber hier gleich rausspringen an der Seite. Guck mal, wenn du oben Spannung hast, hast du unten noch Spiel. Achte mal. Wow. Ja, ich sehe nichts. Ganz unten, hier. An der Ecke siehst du das, Eidosch. Ob ich das sehe, weiß nicht hier. Egal. Nee, geht nicht. Ja, der hat sich jetzt richtig verstellt. Gut, Leute. Ist, tut er wieder ein bisschen lockerer genau werden. Das ist ja das, was du hörst. Das ist das, was man hört, dieses Rasseln. Dieses Rasseln. Hier, dieser Nockenwellenversteller, das ist auch sehr, sehr wichtig. Die gehen auch sehr oft kaputt. Da haben wir die Kette erneuert bei dem. 2 Monaten kam er wieder und der hatte immer Kettengeräusche gehabt. Mhm. Aber so extremst, ne? So leichte Garstöße so. Ja. Haben wir gesagt, Kette ist neu. Wir haben alles abgebaut, haben die Kette rausgeholt, Kulanz weggeschickt, kam neue Kettensatz bekommen, haben es eingebaut, ne? Ging trotzdem nicht. Ach, war trotzdem noch. Immer noch das Gleiche. Aber dann haben wir gesagt, ey, das kann nur der Nockenwellenversteller sein. Also wieder alles ab, Nockenwellenversteller drauf. Genau, genau, siehe da, Geräusch war weg. Mhm. Und der verstellt sich ja mit einem Öldruck. Aber mit so einer Feder und der ist irgendwo eingerastet. Wenn er Öldruck aufbaut, geht dieser Kammer nach hinten und dann öffnet sich das und dann verstellt er das Ganze. Mhm. Genau, braucht man. Warum braucht man das? Wegen weniger Verbrauch, mehr Drehmoment, mehr Leistung. Und das Problem ist, wenn du das jetzt ausbaust und in dem Augenblick, wo die Kammer schon geöffnet war und du baust das aus und du stellst das irgendwie ein, aber hast es nicht richtig eingestellt. Und was passiert? Das Ding war nicht richtig eingerastet. Weil die Kammer offen war? Genau, und dann baust du es ein. Dann ist es immer noch nicht eingerastet. Und dann baust du es ein und irgendwann will er sich verstellen. Dann rastet der sich ein und dann ist die Einstellung von vornherein falsch. Schon falsch.
Also das haben wir echt erlebt und wir haben es dreimal ausgebaut, bis wir das irgendwann gelernt haben. Wir wussten das selber nicht, nicht mal VW, weil wir hatten ja einen Meister, der bei VW arbeitet, den haben wir gefragt, der wusste es auch nicht. Er dachte, ja. War das so ein neueres Auto? Das war damals. Kam das System später rein? Ja, TSI war da gerade neu. Okay. Das war ganz neu. Ich hatte ja schon Problemfälle da gehabt, wie zum Beispiel, Kunde hat uns angerufen, kalt, Winter, will den Wagen starten, geht nicht. Wir haben den Wagen abgeschleppt, haben gesehen, Steuerzeiten stimmen nicht. Mhm. Was haben wir gemacht? Ja, neue Kette reingemacht, lief super. Keine Probleme. Und dann kam das zum Beispiel, dann BMW kam dann damals auch noch mit den N42, 43, 47, was weiß ich, wie die alle heißen. Dann gab es die Corsas. Auf einmal waren nur noch Kettenprobleme bei jedem Fahrzeug. Und darum finde ich das auch witzig, dass alle nur bei TSI hängen geblieben sind. Aber keiner redet von Opel, keiner redet von Renault, keiner redet von BMW, ne, von den 2 Litern und so. Keiner redet von denen. Aber nein, VW ist schlimm. Und das finde ich immer so zu einfach. Weil ich in der Werkstatt sehe das ja. Bestes Beispiel, Eidosch. Wir haben hier einen, ich glaube 2018, 19 Dacia. Oder 18, 17, weiß ich nicht. Auf jeden Fall relativ neu. Das ist der 1,2er Turbo. Ja. Das Auto kam mit Motor, macht Geräusche oder untenrum oder Getriebe, wir wissen das nicht. Es kommt von dem Motorbereich. Ne? Und dann haben wir reingeschaut, kein Öl mehr drin, kein Wasser mehr drin. Und das Auto hat das nicht angezeigt? Hat er nichts angezeigt. Dacia, er hat Kettenprobleme. Jetzt muss die Kette erneuert werden. Okay. Aber keiner redet von Dacia, 40.000 gelaufen. Egal, Eidosch, wir haben genug geschwätzt. Ja. Wir haben jetzt alles soweit gesehen, aber ich will euch heute echt Feierabend machen, Leute. Die Bundesliga hat angefangen, die will ich hier noch schauen. Dann baue ich den komplett mal aus und dann schauen wir mal, klar, wie die Ventile aussehen. Da wird es auch interessant. Du musst mir jetzt alles erklären, damit ich auch mal nicht auskomme. Aber ich hoffe mal, ich gehe nicht hier irgendwie den Leuten auf die Nerven. Also ich kenne mich halt nicht aus. Wenn es den Leuten auf den Nerven geht, was soll ich machen? Können Sie ja nicht aussuchen hier. Ich frage halt, ne? So, findet mal eine Kamerafrau, die umsonst arbeitet. Ich meinte, findet mal eine vernünftige Kamerafrau. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Ciao.